Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Game Time. Heute wieder Attack on Titan am Start und ja, ich erläutere mal kurz, was letzte Folge passiert ist. Und zwar sind mehr Titanen in den Bezirk Trost eingedrungen und Eren, Armin und der Rest der 101. Obwohl eigentlich nicht die 101. Aber auf jeden Fall in deren Angriffseinheit, die wurden vernichtend geschlagen und Eren wurde halt von einem Titan gefressen und gut, jetzt machen wir weiter. Und wir spielen Mikasa Ackermann. So, hier könnt ihr wieder lesen. Müsst ihr aber nicht tun. Wenn ihr es lesen wollt, müsstet ihr Stopp machen, weil ich mach's nicht. Aber das habe ich eigentlich schon in mehreren Videos erwähnt. Aber ich sag's trotzdem nochmal in jedem Video, falls ihr die anderen nicht gesehen habt oder neu seid. Okay, das war mein krasser Rennt noch einer. Weg damit. Ach so, das sind diese Defensivziele. Man muss manchmal bestimmte Ziele beschützen, bestimmte Personen. Wenn sie gefangen werden, seht ihr auf dem Bild, ist so ein SOS-Signal zu sehen. Wenn das abläuft, ist die Person nicht mehr zu retten, also sie wird dann gefressen und die Mission ist quasi gescheitert, also man muss möglichst versuchen, den Titan zu killen, beziehungsweise alle, weil manchmal sind es mehrere, zu killen und die Person muss am Leben bleiben. Ansonsten ist die Mission verkackt, quasi. So. Abnorme sieht man schon, die sind hier so mit schwarz-rot. Die sind schwarz und rot umrandet und innen drin schwarz. Die konzentrieren sich nur auf manche Menschen. Die konzentrieren sich nie auf welche in der Nähe zum Beispiel. Und Mikasa hat den Kettenangriff. Das heißt, wenn ich einen Titan angreife und ihn nicht komplett platt mache, kann sie sich nochmal zurückziehen. So. Oh scheiße, da sind noch mal ein paar. Okay, erstmal muss ich den Titan platt machen. Gut, das Rauchsignal ist bestätigt. Oh nein, 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 die kommen schon wieder zu nah. Okay, der ist tot. Und die Einwohner können jetzt fliehen. Das heißt, wir müssen nicht mehr beschützen. Gut, da ist ein Trank. So. Aber erstmal gehen wir Sascha helfen. Oi, warte! Akama!
genau, Material platt machen. Und Mist. Zu wenig Geschwindigkeit. Und weg. Stark. Okay, Klingen haben wir noch genug. Aber Gas geht uns irgendwann aus. Das Fliegen klappt schon hier besser. やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら石川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部なら、ガスを補給できる。ただ逃げ回って、残り少ないガスを使い果たせば、本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。 アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。 今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、 私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。 So, jetzt dezimieren wir ein paar Titanen. Da oben ist die Lebensdauer der Basis, die darf nicht ablaufen. Und ich hab da noch ein kleines Ass im Ärmel. Wie gehört euch das hier? 俺たちも続こう。待て、ここに。これじゃ人数足りない。近くにいる仲間を集めよう。 Ich muss gucken, dass ich die Nebenmission noch gebacken bekomme. Also ich lass mal, ich töte alle bis auf einen. Und den einen schneide ich alle Gliedmaßen ab. Muss er sich erstmal regenerieren, bevor er wieder angreifen kann. Okay. Ziel für die finale Unterwerfung ist erschienen. Rückziehhaken bringt ja im Prinzip gar nichts.
Okay. Ich helfe erstmal schnell. Aber ich muss Acht geben, ich verbrauche ziemlich viel Gas. Oh nein. Nein! Oh, jetzt wird's kritisch. Oh, die haben die Base. Nicht gut. Gas alle. Habe ich Armin im Team? Ja. Das ist gut. Ich glaube, Armin gehört zu denjenigen, der die Ressourcen nachliefern kann. Zack. Okay. Boah. An der Basis sind diesmal sehr viele. Ich muss dann mal kurz ein bisschen aufräumen, bevor ich die andere Mission mache. Sonst geht das Hauptquartier zu schnell down. Das ist die Ankeranzeige. Sie zeigt an, wie lange der Haken im Titan verankert bleibt. Sobald er rot wird, lässt der Haken nach. Jetzt kommen aber hier ziemlich viele Missionen. Es wird ein bisschen eng. Na komm, dann gebe ich halt Gas. Das Ding ist, in diesem riesigen Gewirr an Häusern muss ich die Titan natürlich auch erstmal finden. Das kann halt auch eine gewisse Weile dauern. Ich bin zwar schon hier ein bisschen geschult, aber es kann trotzdem eine Weile dauern. Nein, er hat mich. Jetzt muss ich mich schnell befreien. Hab ihn. Zack. Einer noch. Oh ja, ich muss dann wieder zum Hauptquartier. Und jetzt kill ich diese Titan. Aber ich muss mich sehr beeilen. So, ich kill erstmal einen und den anderen mache ich bewegungsunfähig. Oh nein. Alter. Hab ich. Und ist noch einer? Nein. Boah, danke. Da ist noch einer. Für den habe ich jetzt gerade keine Zeit. Auch wenn das Hauptquartier weiter schadet. Das ist jetzt hier leider eine dringende Anfrage. Mist. Oh, komm schon, beeil dich. Deswegen mache ich jetzt gerade so ein bisschen schnell. Ich verbrauche dadurch zwar sehr viel mehr Gas, aber... Sicher ist sicher. Oh nee. Danke. Das ist diese Sache, die ich gemeint habe. Bestimmt sind die Mitglieder haben halt immer unterschiedliche Fähigkeiten. Okay, jetzt sind halt wieder mehr Titanen an der Basis.
Aber eigentlich ist es nur einer, weil die anderen beiden sind normale Titanen. Also... ich versuche meine Signale so oft wie möglich zu benutzen. Okay, hier sind viele. Okay. Mist, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Verteidigen. Es fehlt nur noch der große Dicke. Ich würde sagen, erstmal die Arme. Aber der hält deutlich mehr aus als die anderen Titanen. Vielleicht daran, dass ein finales Unterwerfungsziel ist. Boah. So, jetzt liegt da flach, der Große. So. Nice. Ich hätte eigentlich gedacht, das wird noch enger. この世界は残酷だ。 美しい。いい人生だった。戦え。戦え。戦え。ごめんなさい、エル。私はもう諦めない。 死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。 巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。 Das war jetzt mal ziemlich abgefahren. Aber da hat Mikasa gerade so Glück gehabt, dass sie von diesem mysteriösen Titan gerettet worden ist. Oh
Aufstieg, neue Materialien und eine neue Fähigkeit. Ein kraftvoller Abwehrzieb von oben ist jetzt möglich, genannt Sturzflug. Macht auch für gewöhnlich mehr Schaden. Das wird mir auch sehr weiterhelfen. Die Eliminierungen waren mal wieder erstklassig. So. Zwar wieder alles nur D, aber immerhin. So, das war's auch für diese Folge, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr unseren Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert ihn doch bitte. Und wenn ihr ihn abonniert habt, dann die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal direkt an Weihnachten. Und ja, bis dahin, ja noch schöne Tage und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.